Mit 15 bescherte Andreas Dorau der neuen deutschen Welle ihren exzentrischsten Hit Fred vom Jupiter. Mit 30 verwehrte er die Münchner Filmhochschule mit dem Film Schlag dein Tier. Mit der Oper Die Überglücklichen löste er einen Tumult unter Tierschützern aus. Und als er unter Alkoholeinfluss den Rammstein von Rammstein aus dem Fenster seiner Plattenfirma schmiss, fand das nicht jeder lustig. Ärger mit der Unsterblichkeit erzählt die bizarrsten Geschichten aus einer 30-jährigen Wühlarbeit im Weinberg der deutschen Kunst.